Hier, nimmt die Leiche von eurem Bruder, die könnt ihr durchnageln. Da, ich kick sie runter. Da schreibt jemand Demon Souls, Killing the Tutorial Boss. Nein. Da, oh ja, hat einer gemacht. Am Arsch. Ja, doch, habe ich auch schon gesehen. Kranke Leute gibt's, ey. Dafür gibt's bestimmt eine Trophäe. Was passiert, wenn ich den Tutorial-Boss schaffe? Kann ich damit vollem Leben hier rein oder was? Das weiß ich nicht, ich schaue es gerade nicht. Ah, ich gehe wieder zurück, ey. Die Viecher, die töten mich sonst. Weil das ist so ein enger Weg. Ich kann da nicht ausweichen und dann kommen vier Dinger mit so einem Feuerscheiß. Ich muss aber irgendwie zugeben, schwer sieht das Spiel nicht aus. Spiel es! Das habe ich am Anfang auch gedacht, dass das Spiel nicht schwer ist. Das Spiel fickt dich härter als das Leben, ey. Das ist was für den Angry Video Game Nerd. Oh ja, aber der spielt keine neueren Spiele, die kann er nicht, sagt er. Alter, soll er ein 2D, eine 2D-Version davon spielen, das reicht auch. Nein, was mache ich denn? Oder war das jetzt falsch? Nee, das war okay. Sonst hätte der mich getötet. Komm her. Komm mal, komm mal, komm mal. Und bist du tot. So, Drop Snacks, nein, nicht. Mann, hat er das mit den simplen 50 Hertz Grabber aufgenommen, oder was? Na, anscheinend. Oh doch, das ist, ja, ich sehe schon, das ist so ein riesiges Schleimvieh hier. Jo, dann ist das der erste. Alter, der schaut übertrieben aus. Das ist der erste Boss im Spiel, weißt du? Und du kommst da einfach rein und beim ersten Mal, du weißt nicht, was du machst und tot. Oh, ich glaube, ich der bin beim Händler. Der wirft irgendwelche Fackeln da rein. Ja, weil Feuer bringt wenigstens ein bisschen was gegen den. Das habe ich da auch bemerkt, wo ich ihn gemacht habe. Wenn ich hier beim Händler bin, dann kaufe ich mir gleich so viele Brandbomben, wie ich kann. Ey. Ja, ich will Ware. Halt die Schnauze und gib mir deine Brandbomben. Achso, da gibt's auch einen Händler, a la Gizzardo Stranger. Ja. Not enough cash. Not enough cash. Ich kann auch Waffen kaufen, aber will ich nicht. Ich will nur Brandbomben. Mann, Uni flamet mich schon wieder zu wegen seinen scheiß Track da auf YouTube. Boah, sag ihm halt die Schnauze, Uni. Oh ja. Wie viel Brandbomben habe ich? Wie viel habe ich? 12 Stück. Ob die für den Boss reichen, weiß ich nicht. Ich hoffe es. Ich könnte mir noch mehr Heiler kaufen. Na, lass stecken. Uni, Uni, Uni. Oder da kommt noch so eine andere Stelle, wo so ein behinderter Drache kommt, ey. Wenn der mich berührt, bin ich auch tot. Ja, das kommt direkt vom ersten Boss, oder? Ja, wo der immer so Feuer spuckt, wo man immer weg muss. Ja, genau, das habe ich da in dem Video gerade gesehen. Oh ja, das ist so ein Scheiß. Oh, komm her, Brandbombe, ich benutze dich jetzt. Eine von euch. Komm, komm, komm. Und natürlich habe ich es falsch gemacht. Ich wollte eigentlich... Oh, komm, schmeiß noch eine. Oh, die sind nicht mal instant. Kommt her, alle drei zusammen, ey. Boah. Stirb! Ah. Also. Ich habe mich lieber 100, ey. Ich vertraue den Menschen hier nicht. Wie macht man dem ersten Boss eigentlich Schaden? Der wirft immer wieder was rein, aber da passiert nichts. Naja, da sind doch so lauter kleine Viecher, ne? Ja, genau. Die verbrennst du, dann sind sie weg und dann kannst du diesen Kern von ihm angreifen. Aber das Problem ist, du hast vielleicht 10 Sekunden, nicht mal. Und in der Zeit kannst du ihn verletzen und der regeneriert diese kleinen Teile immer. Geil. Geiles Spiel, ne? Ist gar nicht frustrierend irgendwie. Nö. Überhaupt okay, ich kann deinen Ärger verstehen. Ja? Das ist der erste Boss. Ich habe den zweiten Boss noch nicht mal gesehen. Ich bin in der zweiten Map da, im ersten Gebiet, da kommen Steine von oben runter, die haben mich bestimmt 5-mal getötet. Und dann die ersten Gegner haben mich auch getötet, da hatte ich keinen Bock mehr. Cool. Geiles Spiel. Super Spiel. Ja, weil ich war so froh, so von wegen, ja, ich habe wieder einen vollen Lebensbalken. Halb. Und dann die ganze zweite wieder mit halbem Leben, hatte ich einfach keinen Bock. Und du kannst das Spiel nicht verarschen, weil du kannst nicht einfach ausmachen oder so. Das ist immer noch so. Alter, das ist ja voll Absturz. Das speichert... permanent automatisch, du kannst das Spiel nicht austricksen. Soldatenseele. Ja, und wie kriegst du dann wieder einen vollen Lebensbalken? Indem du den Boss in der Dungeon oder wo auch immer du gerade drin bist, tötest. Und der ist wieder voll, bis du wieder einmal stirbst. Dann ist wieder nur halb. Mit anderen Worten, einfach unmöglich. Ja, Spiel unmöglich, kannst vergessen, kannst nicht mehr drin werden. Komm her, Konter! Ja, schlag in die Wand, du Idiot. Ma, ich hasse euch fetten Schwuchteln, ey. Stirb. Nein, ich will hier nicht runterfallen. Ja. Kann man sich wenigstens Heiler beim Händler kaufen oder nicht? Jo, kann man, aber habe ich jetzt nicht gemacht. Ich habe nur eine Brandbombe gekauft. Aber ich glaube, ich gehe nochmal zurück. Kauf mir noch ein bisschen was. Nee, muss nicht sein. Ich bin mutig heute.
Komm her. Komm, komm, komm. Ey, ich schmeiß dich hier runter, ey. Stirb, du Bogen. Wow. Oh, oh. Geil, ich hab ihn runtergeworfen. Er ist, glaube ich, gestorben. Passt. Passt, passt, passt. Ah, das ist der Tutorial-Boss, okay. Dieser Fette mit der Axt, ne? Ja, genau. Ja, der hat mich bei seinem zweiten Schwung getötet. Geil, ne? Was kommt hier? Das mit den Kugeln? Ah, cool. Schlagen wir mal. Hä? Ist es nicht hier? Doch, die Kugeln. Cool. Spart mir ein bisschen Zeit. Und ich sehe schon den Drachen im Hintergrund. Oder zwei Drachen. Ich glaube, es waren zwei. Ah, die kann ich im Leben jetzt nicht töten, ey. Ich glaube, da kommt man irgendwann später nochmal hier ins Leben. Fett, dieser komische Tutorial-Boss macht eine Arschbombe. Ja. Ich habe vielleicht einmal habe ich 2 Minuten gegen ihn überlebt und habe ihn in der Zeit nicht töten können. Aber der sieht auch nicht schwer aus, der macht ja andauernd nur die Arschbombe, oder? Spiel es! Ich kenne die Steuerung ja nicht. Alter, die Steuerung ist eigentlich ziemlich okay. Also sie ist simpel gehalten, aber passt eigentlich. Aber vom Gameplay, ich sag mal 1 gegen 1, kann man bis auf diese fetten Wichser auch alles schaffen. Aber das Spiel ist nicht wirklich unfair, aber es ist einfach scheiße. Scheiße, schwer halt, ne? Ja, also es ist geil, aber trotzdem scheiße. Komm, stirb. Na also. Der macht das aber ziemlich einfach da. Ja, der hat's bestimmt auch schon so oft gespielt, wie ich irgendwas im Monster Hunter gemacht habe. Kann vielleicht sein. So, wollen wir wetten? Soll ich zum Drachen gehen? Der tötet mich. Komm her, Drache. Ich hab Leckerli in meine Unterhose. So eine Ferdi-Fuchs-Wurst. Ja, genau, 3 Gegner hier. Aber ich glaube, wenn ich hier rüberlaufe, dann kommt der Drache und der röstet die alle. Komm schon, Drache. Komm schon, Drache! Ja, oder lauft mir hinterher, ne? Du Wichser, man stirbt doch. Ah, da kommt der Drache. Geil. Aber ich muss weg, sonst sterbe ich. Man bekommt irgendeinen Stein, wenn man diesen Tutorial-Boss tötet. Jo, den hatte ich auch. Ah, nee, achso, Tutorial-Boss, Entschuldigung, ich dachte, du meinst den ersten Boss. Gut. Den Archstone, zumindest stand's da so. Wahrscheinlich um 100% zu kriegen an Trophäen, muss ich den ersten Boss schaffen, ne? Kein Problem. Uni hört jetzt wieder auf. Was, mit FIFA? Nein, mit allem. Er glaubt dir das einfach, dass er verklagt wird. Ah, geht der Scheiß wieder los. Ja, ich habe ihm jetzt geschrieben, Uni, es nervt. Entweder du machst weiter oder du hörst auf. Aber dieses Rumgeweine geht einem am Sack. Gib's ihm. Es ist so, was soll ich machen? Ja, es wird. Wenn er sich dauernd einredet, ich werde verklagt und sowas. Ja, bitte. Aber es ist nervig andauernd. Stirb. Ja, dann soll man sich vorher einfach von jedem die Genehmigung holen, dann kann dir keiner was tun. Wenn du so. Das habe ich ihm auch gesagt. Was hat er dann gesagt? Ja, nichts. Weil er nicht wusste, was er dann sagen soll. Mann, ey, der Gangrape mich hier mit seiner Lanze, stirb! Also. So, nicht zu schwer. Jetzt muss ich hier gleich voll Karacho rüberrennen, dass der Drache mich nicht tötet. Davor habe ich noch die meiste Bamme hier. Aber ich will die Schätze mitnehmen. Was? Geh weg, ich... Nein! Nein! Weg! Wo ist denn der Drache? Und nie vergessen, abonnieren, subtrahieren, dividieren, kommentieren, favorisieren, kriechen auf allen Vieren. Das findest du geil, ne? Das finde ich so geil. Wie ein Pferd, Vieren. Alter. Die Superkräfte aktivieren. Das ist so eine Scheiße. Oh ja, ich hab's auch gesehen, ey. So, Moment. Ich meine, ich finde, das ist eine richtig gute Parodie, muss man dazu sagen, ja? Oh ja, das ist auf jeden Fall geil gemacht, da kann man gar nichts sagen. Ja.